So, das hier die Race Line. Bin gerade hochgeschoben. Ganz schön aus der Puste noch. Ja, an einigen Stellen werde ich wohl die Chicken Line nehmen müssen, weil die bei mir zu viel Schnee liegt. Kann man kaum hochschieben. Aber, naja, mal sehen, wie es wird. Hier ist auch schon dicker Schnee. Durch, aber wir probieren es trotzdem. Ja, das sinkt richtig. Naja, müssen wir halt langsam fahren. Zumindest hier oben weiter unten ist dann besser. Ja. Hier würde man dann springen, aber da ist keine Geschwindigkeit drauf gekommen. Und hier wahrscheinlich absinke. Fahre ich einfach dabei. So, in den ganzen Anliegern ziemlich oft Schnee und Eis. Hier, da ist auch ziemlich vereist noch. Ja, wie man sieht, kommt man hier nicht wirklich weit. Ist halt blöd, wenn hier in den Kurven noch Eis liegt. Muss man halt ein bisschen langsamer fahren. Oh. Hier jetzt auch treten angesagt oder halt schieben ein bisschen. Oh, das geht doch ganz gut. Ja, hier kriege ich leider keine Geschwindigkeit drauf, dass ich überspringen kann. Auf jeden Fall. Aber hier sind ein Teil ganz schön fette Sprünge dabei. Der hier zum Beispiel, ein Road Gap. Das mache ich glaube ich nicht mal, wenn ich kein Schnee habe. Naja, vielleicht irgendwann mal. So. Ach Mist, was hätte man eigentlich machen können? Dann gehen wir nochmal zurück. Hochschieben. Und man sieht, ich fahre hier das erste Mal runter. Konnte mir gar nicht alles merken, was man hier noch beachten muss. Naja, hier alles voller Eis. So. Und hier sieht man vielleicht auf der Kamera ganz gut. Hier geht es da dann runter. Und das mache ich heute nicht, bin ich verrückt. Über die kleinen Sprünge. Ah, okay. Der hier zum Beispiel. Den würde ich auch nehmen, aber wie gesagt. Oh. Ja, genau das. Ja, kurz abwischen. Also, das geht eben nicht so gut. Deswegen fahren wir hier lieber, ohne zu springen. Kann man noch ein bisschen rumdrehen. So, weiter geht's. Hier unten ist dann wieder ein bisschen besser. Ob da hier Steine sind, weiß ich gar nicht. Ob man hier rüberballert. Hier wäre zum Beispiel ein Sprung gewesen. Das weiß ich gar nicht. Ah ja, hier. Ja, hier würde man auch springen, aber steht dann so eine komische Schneekanone im Weg, an der man vorbei muss. Ah, wieder. Na ja, klar. Gerade mit der Kamera beschäftigt. So, machen wir mal. Da unten nach dem Sprung ist eine Pfütze, die war erst total zugeeist. Da habe ich komplett die Eisplatte wegheben können. Das war eigentlich ganz cool. Das heißt, ich kann jetzt auch den Sprung machen, wenn ich natürlich nicht vergesse. Das sieht man gar nicht von draußen. Jetzt erst. Oh, hier die Pfütze. Genau.
Aber so, boah, schön, ganz cool hier. Also wo nicht, wo ich lang muss. Hier noch ein Sprung. Kleiner, normal wäre ich da stärker gesprungen, aber wie gesagt, alles voller Eis. Ich weiß gar nicht, wie man hier hochkommt. Jetzt fahre ich auch links vorbei. Das wäre eigentlich auch ein Sprung, aber nee, heute nicht. So, ballert man hier runter oder was? Hier geht's weiter. Hier auch ein Sprung. Mal gucken. Okay. Ah, jetzt ist das Ding verpasst. Von den Steinen ist eigentlich ganz cool. Boah, nee. So.